Ach, Leute, Digga, ich wollte das Let's Play starten und dann fällt mir ein. Ah, wir müssen noch tauchen. Das Lungenvolumen muss erhöht werden. Oh, guckt euch die Fische an. Oh, die sind so viele. Oh, das ist so schön, wie sie da schwimmen, Alter. Ich muss hier einfach die ganze Zeit tauchen und die Scheiße geht nicht hoch, Alter. Ich mach das jetzt erstmal und sehen wir uns gleich bei Wusi wieder. Ey, Lungenvolumen verbessert. Du kannst den Atem länger anhalten. Ja, vielleicht reicht es ja jetzt aus. Ich krieg die Krise, Leute, ja. Lungenvolumen plus. Let's go, Leute. Let's go. Ich schwöre, das muss doch ausreichen. Wir fahren jetzt einfach dahin. Ist mir scheißegal, Alter. Ey, ich krieg die Krise. Oh, 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 oh. Oh, Telefon. Diejenigen. Der Yay leaving San Fierro, right? Der Yay in San Fierro, right? Oh ja, bitte fallen die Map rein. Fallen die Map rein. Ja, CJ, guck mal hier. Oh ja. Ja. Hey, warte, was ist das denn? Hä? 5 Sterne? Was ist das denn? Ey, wie. Ey, was ist. Hä? Bruder, was? Die sind mit ganzer Fußballmannschaft da! Aber. Hey. Warte mal. Stopp, was geht hier ab? Wo ist meine Panzerfaust? Was macht ihr jetzt, ihr Schweine, hä? Ich bin unter der Map. Ich bin unter der Map, ihr Säcke, hä? Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt, ihr Sch. Oh, darf ich. Warte. Oh, das ist die perfekte Position für die Pfeffermühle. Oh, 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 oh. Ja, du Schwanz, kriegst mich nicht, hä? Ey, Leute, ich hab sowas noch nie erlebt, ne? Ich komm mir gerade vor wie eine Matrix. Ja, und damit, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen, euer Öli hier und herzlich willkommen zur nächsten GTA San Andreas-Folge. Ja, fängt mit einem super Foto an. Hier sehen wir einfach eine wunderschöne Polizeifamilie. Und lasst einen Daumen nach oben da, ihr seid die Besten. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gerade am Arsch. Komm wieder. Kann er nicht rennen, Bruder? Rennen. Mach irgendwas, CJ. Ey, ich habe sowas noch nicht erlebt, ne? Ich habe jetzt keine Waffen mehr. Egal. Wir gehen jetzt heute mal zum Ammunition Shop. Wir haben mal so viel Kohle zum Ammunition Shop. Und dann gucken wir mal. Hola, chica, que pasa de vamos, de creepos. Und da sind wir im Ammunition Shop. Ich habe den Typen vermisst. Ey, warte mal. So, wir holen uns jetzt erstmal hier ein paar schöne Waffen, Digga. Ist mir scheiße. Wir holen uns mal den Mikro-SMG, holen wir uns erstmal. Zack. Was im. Wir holen die paar Mal, damit wir ein bisschen Munition haben. So. Weil ich werde eh nicht mehr Geld cheaten. Auf gar keinen Fall werde ich Geld cheaten. So, Schutzwesten holen wir uns jetzt mal eine für die heutige Folge. Wir haben so viel Pech gehabt, die letzte Folge. Deswegen, diese Folge darf hier nichts passieren. Schutzweste, ich hole mir alles. Mir scheißegal. So, Schutzweste haben wir. Wir holen uns, wir dürfen uns nicht noch eine SMG und dann fällt die andere weg. Wir holen uns mal jetzt hier, schönes Gewehr. Ganz entspannt. Zack. Mit 20, 40 Schuss. 40 Schuss. Und natürlich ganz wichtig, nicht zu vergessen, ein schönes Scharfschützen oder ein Sturmgewehr. Die AK nehmen wir auch noch mit, Leute. Wir kaufen jetzt mal ordentlich ein hier, ne? Ordentlich kaufen wir jetzt mal ein. Heute wird es keinen Pech geben. Mit Ansage. Wir haben uns so gut eingerüstet, es kann nichts passieren. Präzisionsgewehr auch noch dazu. Und dann haben wir alles. Perfekt. Und jetzt fahren wir zu Wusi und dann gucken wir mal, was uns da erwarten wird. Let's go. See you again soon. See you again soon. Das hab ich so vermisst, Digga, du kleiner Sibi, Alter. Ich will dir so eine Birne ballern, du Schwamm. Ey! Hä? Habt ihr das gesehen? Ich hab geschossen. Ich hab ihn getroffen. Er schießt auf mich zurück. Ich guck weg. Ich guck wieder hin. Er liegt tot da. Bruder, die Schüsse in dem Spiel haben einfach Delay. Bin ich bei EA Sports oder was? So, wir sind da. Ich sag euch eins, Freunde. Wenn die mir jetzt sagen, dein Lungenvolumen reicht nicht, dann ist was los. Dann ist was los. Aha. Ich glaube, es geht. Amphibious Assault. You trying to tell me you can't swim? Es geht los. Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Geil, Alter. Horror like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. Ich hab einen kleinen Schwanz. I'm blind. No shit.
Yeah. Das weiß man doch. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Geil, ey. Ach, geil. CJ checkt jetzt erst, dass der blind ist, Alter. Junge, Junge. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt, aber irgendwas mit Tauchen. Mach dich auf den Weg zu den Docks. Okay. Fahren wir dahin, Leute. Lassen wir uns mal überraschen. Heute wird es kein Pech geben. Ich bin bestens gerüstet. Ich bin heute zu 100% sicher, dass wir das heute hinkriegen werden. Ist mir scheißegal, Alter. Okay, Leute. Wir sind angekommen. Ach, du Scheiße. Was war das denn? Hä? Digga, das sind dicke Eier. Das sieht aus wie Eierschale, Bruder. Dinosaurier-Eier. Junge, guck mal, was hier wieder passiert, ne, wenn ich hier einmal durchgehe. Guck mal, ich bin gleich wieder unter der Map. Ich sehe schon kommen, ne? Wenn ich hier rüber renne, ich bin gleich unter der Map. Was ist denn da für ein pinker Fleck? Guck mal hier. Wahnsinn. Wahnsinn. So, was wollen die jetzt von mir? Was soll ich tun? Das Schiff, auf dem du die Wanze platzieren sollst, ankert draußen auf See. Okay. Du musst hinschwimmen, doch auf der Strecke patrouillieren Mitglieder der Danang Boys. Boah, was eine Animation, Alter. So geil, ey. Wow, was ist das denn für ein Weg hier? Schwimme zu dem Tanker und geh an Bord. Checkpoint-Sicherung. Wahnsinn, ne? Die markieren mir auch... wo lang soll ich sonst fahren, schwimmen, Leute? Nach Rücken oder was? Nach hinten? Digga, als ob ich so blöd bin und nicht diesen Weg hier alleine lang schwimmen kann, ey. Ja, warum taucht der Idiot? Ich hab nicht mal... Ich schwöre, der ist von alleine runtergegangen, ne? Ach, wir müssen jetzt... Ah, weil hier Steine sind, okay. Warte, komm, tauchen, let's go. Komm, der muss durchziehen, CJ, komm. Und dafür musste ich meine Lunge trainieren, um hier kurz einmal unter Wasser zu gehen. Ja, das ist echt der Wahnsinn, ne? Was das wieder für eine Mission ist, Leute. Ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich das hier zeigen soll, Alter. Das ist einfach nur Schwimmerei, Alter. Rettungsschwimmer, Seepferdchen, alles ist das hier. Und jetzt wieder runter. Oh mein Gott, CJ, tauch. Liegt ein Messer, Bruder. Liegt einfach ein Messer, oder bin ich dumm? Das ist einfach ein Messer. Ja, wow, guck jetzt. Hätte trotzdem gereicht, wenn ich meine Hälfte von dieser Lunge hätte. Ich check's nicht. Also dann verliere ich sogar lieber Leben, anstatt, dass ich da vorhin diese 10 Minuten schwimmen muss, wie so ein Idiot, ey. Junge, Junge, was ein Schwimmparcours. Der hätte doch locker auf den Steinen selber gehen können. Seid mal ehrlich. Der hätte locker auf den Steinen selber gehen können. Anstatt, dass der da sich jetzt hier komplett seine Klamotten nass macht und unter Wasser hier schwimmt. Einfach ein Boot nehmen, Jetski, Metzki und dann durch da. Oha, guck mal, mein Leben. Warte, nein, hoch. Hoch, Bruder, hoch. Ich will kein Leben verlieren. Und, hoppa, perfekt. Die Hauptroute über das Wasser wird von 2% buchen. Wenn die Wachmänner dich bemerken, tauch unter, damit sie nicht mehr auf dich achten, okay? Digga. Was sind das wieder für Geräusche hier? Wer schreibt mir um 1.01 Uhr WhatsApp, Alter? Lasst mich alle in Ruhe. So, schwimm zu dem Tanker und geh an Bord. Hey, someone in the water. Someone in the water. A water for my kukwea. Yeah, I must be tripping or something. Wenn sie dich zu... Oder du schwimmst unter das Haus. Okay, wir müssen jetzt irgendwie ans Boot kommen. Okay, ja gut. Ich schwimme jetzt. Oh mein Gott, da schießt jemand auf mich. Oha, guck, mein Leben. Digga, der hat mir einfach meine... Ey, der hat mir einfach meine ganze Luft abgeschossen. Meine Panzerung. Der muss inzwischen ertrunken sein, ja. Ja, ganz ruhig. Wir bleiben noch erstmal unter Wasser, Leute. Wir müssen irgendwie auf den scheiß Tanker kommen. Wir gehen gleich kurz hoch und dann wieder runter. Warte, hoch. Digga, was eine scheiß Mission, ne? Sag ich so, wie es ist. Hey, what was that? Over there! Nein, nicht schießen. Bitte nicht schießen. Komm. I must have been a sea or something. Muss ein Seehund gewesen sein. I see him. Oh nein. Sobald ich Leben verliere, tauche ich runter. Die treffen ja nicht, Bro. Die sind so dumm zum Treffen. Guck mal, wie dumm die sind. Die sind einfach so dumm. So, und jetzt ist mir scheiße. Jetzt tauche ich mal runter. Dante again! Mit diesem Echo, Digga. Ich kann auch dieses Echo machen. Ihr Hurensöhne! Sorry.
Sorry. Das Wort darf ich nicht sagen, Alter. Scheiße. Okay, wir sind an Bord. Perfekt. Junge, ey, wenn ich das nicht schaffe, was schleiche ich hinten an? Platziere die Wand, sei möglichst leise, um nicht aufmerksam Wattmänner an Bord zu erregen. Ich hätte mir eine Waffe mit Schalldämpfer verkaufen sollen, Alter. Scheiße. Ah, wir haben noch das Messer. Ja, genau so, Digga. Genau so. Haku hat auch ein Messer gehabt, der Schwanz. Oh, oh. Ruhig, 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 CJ. Nein, der andere sieht mich. Oh nein, oh nein. Oh, oh. Ah, ich muss weg. Ah, CJ, warum duckt er sich immer, dieser scheiß L3-Knopf? Scheiße, geil. Sind eh nur 4 Leute an Bord, Digga. Können wir alle den Schwanz lutschen. Digga. Ey, CJ, dreh dich doch um, du... Ey, ich schwöre auf alles, ne? Ich schwöre auf alles, das kann nicht wahr sein, was hier wieder gerade passiert. So viel Leben wegen diesem Schwanzlutscher da gerade verloren. Wahnsinn. Ach. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Ist hier noch jemand? Wo sollen die scheiß Wanze rein? Ach, runter wieder. Okay, müssen die irgendwie runter? In den Keller? Oder was das für ein Weg hier ist, ne? Wahnsinn. Oha. Junge. Warte mal, wie viel hat er gerade bitte geschluckt? Guck mal, mein Leben. Ich bin mit Panzerung. Lass den Tank auf, gebe ich wieder zu den Docks. Digga, ich habe mit Panzerung diese Mission gestartet. Das heißt, hätte ich jetzt keine Panzerung, wäre ich am Arsch. Begib dich wieder zu den Docks. Ja, wie soll ich mich zu den Docks bewegen, hä? Ja, stark, CJ. Einfach ans Leere hochklettern. Aber wir müssen auch noch... Schwebt der gerade, oder was? Ist der am Schweben? Ja, der schwebt gerade. CJ ist am Schweben. Stark, CJ. Stark, CJ. Gibt's hier nicht irgendwo ein scheiß verdammtes Drecksboot? Ich hab die Idee, Freunde. Guck mal, was für ein Gedankenblitz mir gekommen ist, Leute. Ich hab doch meine schöne Sniper gekauft, oder? Mit der Sniper... Oh, eigentlich könnte ich auch so abballern. Ja, aufpassen, aufpassen. Hab ich. Oh, oh, die schießen da hinten. Warte mal. Sniper. Zack. Sniper. Hab ich. Ist da noch jemand auf dem Boot drauf? Der scheiß Fahrer. Ist weg. Sonst ist keiner drauf. Da ist auch keiner mehr drauf. Deswegen easy. Nein, nein. Ey, stell mal vor, ich wäre jetzt gestorben. Wer schießt da? Hier ist doch irgendjemand. Ich schwöre. Hier ist irgendwo jemand. Hä? Guck mal auf der Karte. Hier wird mir jemand angezeigt. Ich schwöre auf alles. Hey, irgendein Gegner ist mit mir an Bord. Ich schwöre es dir, irgendein Gegner ist mit mir an Bord. Seht ihr das? Ey, wollt ihr mich... Ey, stell mal vor, jetzt beginnt die ganze Mission von vorne. Wieder mit Tauchen und so. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei, dann breche ich ab. Hör auf. Okay, wir sind immerhin an Bord. Okay, wir sind immerhin an Bord, Leute. Okay, wir machen das kurz. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, ich glaube, ich weiß, wie wir gestorben sind. Weil hier ist irgendein Bug. Es ist irgendeiner hier drinne. Hier ist irgendwo einer drinne. Aber ich kann den nicht töten. Und der ballert die ganze Zeit auf das Boot drauf. Okay. Ich nehme jetzt das scheiß Boot. Scheißegal, Digga. Ich fahre ganz außen rum. Ist mir scheißegal. Ich fahre sogar hier hoch. Ist mir scheißegal, Digga. Spring raus. Spring raus, du Hund. Spring! So. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Was ein Timing. Oh mein Gott, guck mal mein Leben. Guck mal mein Leben. Wir haben einmal Glück. Ich glaube es nicht. Wir haben einmal Glück. Ich bin genau rausgeflogen. Rausgesprungen, wo die Scheiße explodiert ist. Ey, GGs in den Chat. Einmal haben wir Glück. Ich gehe kaputt. Ich fasse es nicht, ne? Ein einziges Mal haben wir Glück. Das ist zu krank, Digga. Das ist zu krank, Mann. Heftig. Heftig, Junge. Wir haben jetzt gleich Wusi durch, Leute. Ich glaube, ihr meint, letztes Mal nur noch 1-2 Missionen sind das. Krass, Digga. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Wusi-Mission. Warte mal. Hä, was fliegt da? Stopp. Stopp, was fliegt da? Bruder, jetzt habe ich alles gesehen, ne? Digga, was ist das denn? Hä, was fliegt? Da fliegen einfach Leichen in der Luft. Oder dieses Spiel ist... Ey, was ist... Ey, die töten mich!
Ey, Bruder, ich hab jetzt halt... heute hab ich alles gesehen, ne? Heute hab ich alles gesehen in diesem Let's Play. Ich fasse es nicht. Ich glaub nicht, was hier passiert. Ich glaub es einfach nicht, ne? Das kannst du keinem erzählen. Auf einmal sind da fliegende Leichen, Alter. Das Spiel ist so verbuggt, Alman. Was ist das denn? Ist das ein Stripclub? Gaida Station? Bruder, das wird nicht auf der Karte angezeigt. Ich hab das gerade aus Zufall gesehen. Haben wir jetzt gerade einen Stripclub gefunden, oder? Hä? Boah, zu gute Musik läuft hier. Ah, Bruder, wahrscheinlich tanze ich jetzt hier, Alter. Kannst mir die Eier lecken, weg hier. Das ist einfach ein Club, Alter. Einfach ein Club. Ich habe mir jetzt gerade nochmal beim Ammunition Shop neue Munition geholt. Und nochmal, wie heißt es hier? Panzersichere Weste, Leute. Ja, Bruder, das kannst du dir nicht geben, ne? Ich schwöre auf alles. Das ist so krass, was hier heute... Hä, wer ist denn das auf einmal? Ja, geil. Ey, was passiert hier schon wieder, ne? Die Taxifahrer drehen durch. Ey, die Burger, die sind einfach komplett lost. Guck mal, wir hatten fliegende Leichen heute. Ich war am Anfang des Spiels unter der Map. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir hatten auch einmal Glück gehabt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten einmal Glück gehabt, als wir da vorne wirklich gerade rechtzeitig runtergesprungen sind, bevor das explodiert ist, ne? Da hatten wir echt Glück gehabt. Das war auch anscheinend ein Bug, weil irgendwie war noch einer an Bord, der aber nicht angezeigt wurde. Okay, meint ihr, es gibt noch zwei Missionen bei Woozies und das ist die letzte dann wahrscheinlich. Dann haben wir Woozie auch durch. Mal gucken, wie es danach weitergeht. Okay, so. Woozie, my man. Woozie. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the red gecko tongue. But something's come up and I gotta sort things out myself. Excuse me. Tritt, ring. Little Lion, what's the news? Damn. Why today of all days? Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Oh, Little God. Lion's gone to check it out. I really gotta go, too. I really hey, gotta man, go, look, too. Don't even trip. I'ma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable. Oder was hat der für einen Kopf? Guck mal, schnell auf seinen Kopf, Thanks, Alter! Man. Was ist das denn, Alter? Guck mal, dieser Mr. Woozie, was hat der für einen Kopf gerade gehabt? Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Oh, vielleicht geht's ja nach Las Vegas darüber, Alter. Junge, Junge. Oh nein, was ist das für eine Mission mit Helikopter, Alter? Hey, CJ, what are you doing here? Oh, just bumped into Woozie on his way out. He feel me in, I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. Whoa, whirling. Strap in and strap up. Ah, ich glaube, ich kenne die Mission. Ich muss jetzt hier ballern. Ah, okay, okay. Trrr. Der Sound davon ist so verstörend, ne? Drrrr. Where are we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh yeah, drrrr. I see it. Boah, Junge, was ein Gewehr, ne? They'll be under guard. Lock and load. Mach dich schon mal schussbereit, ich baller schon mal drauf. Guck mal, ganz easy. Holy fuck. Alter! I see him. Junge, was ist das denn für eine Waffe, Alter? Right in my sight. Junge, wie krank. Wie krank ist bitte diese Waffe, Alter? Zack, ey, ey. RPG, RPG, einer. Where, which side? Ja, ich hab ihn doch getroffen, Digga, warum verreckt er denn nicht? Hä? We're hit, we're going down, brace for impact. Hä? Ich hab den doch getroffen. Oh Gott, jetzt muss ich wieder aufs Boot schwimmen. Ah, man, Alter. That hurt, damn. Lost everything but my blade. Ja, wo ist der eine Typ, der gerade mit mir war? Digga, CJ, CJ ist der einzige Mensch der Welt, der aus dem Wasser so hoch springen kann. Das kann nur CJ. Oh, mein Name ist CJ. So, the Yarrow Sea flying out San Fierro, right? Can you see any survivors? No, nobody getting out of that alive. No, nobody getting. Oh mein Gott, es ist CJ. So lange wie möglich still, okay? Hallöchen. Hey. Ach, geil, da gibt mir eine Pumpgun. Warte. Junge. Das ist scheiße. So, ich werde selber. Ich werde jetzt einfach seine. Hä? Ich habe einfach keine Waffen und so mehr, hä? Digga. Wen wollen die verarschen? Ich habe einfach keine Waffen mehr, ne? Wer schießt denn? Ach, da oben. Ey, Bruder. Einfach hier oben, Alter. Muss ich wieder Klettergerüst. Klettergerüst? Du hast eine nackte Frau geküsst. Boah, diese Sprüche früher immer, ne? Wo sind überhaupt meine ganzen Waffen, die ich gekauft habe? So, ich packe mir jetzt seine Waffe. Ach, der steht wieder auf. Stay away
Ey, jetzt deine Waffe auch noch mit runter, Mann. Ich habe nur noch einen Schuss. Ach, geil, Alter. Einen einzigen Schuss. Warte mal, hatte der eine nicht gerade eine Waffe gehabt hier? Ja, geil. Korrekt. Korrekt. Soll ich wieder mit dem Messer ankommen, oder was? Stark. Sehr, sehr, sehr stark. Oha. Ja, CJ, der Dummkopf. Ja, jetzt habe ich wieder keine Waffen. Ich habe wieder keine Waffen. Der kommt runter. Wo ist der? Stech ihn ab. Stech ihn ab. CJ! Nein, da schießt jemand. Ey. Bruder, ich habe einfach keine Waffen. Ich habe mir extra vor der Mission Waffen gekauft. Waffen gekauft. So, okay, den hole ich mir jetzt so. Okay, wir nehmen seine Waffe. Da oben ist jemand. Okay, ah, okay. Warte mal, wir machen jetzt alle Undercover Platz. Mir ist scheißegal. Komm, alle auf Undercover. Oh, oh. Wie hat er das mitbekommen? You want me to shoot you as well? Der wurde einfach aus dem Leben genommen, ey. Ey, warte mal. Moment. Ja, klar. Und der... Ja, klar. Ja, klar. Ey. Mein Gott, gib mir deine scheiß Waffe. Jawohl, Alter. Jawohl, Junge. Wir haben's, Freunde. Let's go, Alter. Let's go. Komm, wir machen das jetzt hier. Easy. Ey, San Andreas, die Mission macht aber auch so Bock, Digga. Jede Mission ist anders. Digga, früher, wisst ihr, wie geil das war? Ich war noch ein kleines Kind, hab das Spiel gezockt, Alter, wo ich noch gar nicht durfte eigentlich. Das war so geil früher. Wisst ihr, wie Bock das gemacht hat? Es gibt doch so komische Missionen auf so einem Fluglandeplatz und so eine Scheiße. Das weiß ich auch noch. Ach, bei sowas haben die echt keine Chance gegen mich, die Gegner. Guck mal. Guck mal, wie gut ich jetzt spiele, Digga. Ich bin der beste GTA-Zocker. Guck mal, hier auch nochmal Munition. Boah, wie viel Munition wir haben mit der Waffe jetzt. Sehr geil. Oh, das war jetzt nicht gut. Das war nicht gut. Muss ich sagen, das war nicht gut. Schnell. Genau so, Digga. Genau so. Boah, guck mal, wie viel Munition wir jetzt haben. Tap, zap, zarap. Let's go. Zum Glück haben wir diese panzersichere Weste, ne? Ohne die wären wir echt aufgeschmissen. Keine Ahnung, wo die alle gerade herkamen, Alter. Die 500 Leute gefühlt. So, warte mal. Ist hier noch jemand? Nope. Wir können hier runter. Zack. Und wir sind da. Diego is living in San Fierro, right? You wanna bring the snake hair down here? Down here? Gutes Englisch, not Alter. Not long until we're drinking cola in the free West, eh? Hey, who the fuck are you? You wanna get shut up, huh? Easy. So, wir machen jetzt alle platt hier. Ich glaube, das waren nur drei Stück, oder? Falls ich mich nicht täusche. Dritte ist jetzt hier irgendwo. Oh. Irgendjemand. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist noch jemand. Irgendeiner. Oh, was? Ja, die haben mich. Die haben mich. Respekt. Respekt. Die haben mich. Die haben mich. Bei Gott, die haben mich. Die haben mich. Oh mein Gott. Guck mal mein Leben. Guck mal mein Leben. Ich weiß nicht, wo die sind, ne? Ich krieg Panik. Wo ist... Oh mein Gott. DJ, du bist der Beste. Du bist der Beste. Oh mein Gott, Junge, mein Leben. Ich brauche Leben. Liegt dir nicht immer irgendwo ein bisschen Leben rum? Es gab doch früher so Spots, da gab es Leben. Jetzt müssen wir echt aufpassen, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Ganz langsam. Und gleich kommt einer, der wird uns einfach... Da ist er. Let's go. Was? Schießt auf das Vogelschoss? Vorhängeschoss? Boah, wir haben es geschafft, Digga. Wie knapp das wieder war, ne? Bruder, wie geht der denn, Alter? Was ist das? Please, the snake had tricked us. We're prisoners. Please help us. Prisoners? Prison break. Freiheit! Almost CJ. Jetzt sag mir, ich muss jetzt mit dem Leben. The snakehead is up on the bridge. Ach du Scheiße, Alter. Der mit seinem Samurai-Schwert. Ach du Scheiße. Ey, ich hab wieder volles Leben. Shitcock Bastard Head. Bester Mann. Ey, geil, Alter. Wir haben wieder volles Leben. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. I'll get your ass. Wir müssen Snakehead holen, Alter. Snakehead. Heute ist mal entspannt. Heute ist echt entspannt, Digga. So muss es auch mal sein. Ich glaube, ich nehme öfter wieder nachts auf. Bisschen ruhiger, bisschen entspannter. So muss es sein, ey.
So muss es sein. Digga, Folge 20, Alter, hört mir auf. Das wird ein 2-Stunden-Special, glaube ich, ne? Ich muss gucken, Alter. 2 Stunden, ey. Fuck. 2-Stunden-Special, Leute, Alter. Was wollt ihr da von mir, hä? Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das wollt. Wenn ihr das wollt, dann macht die Likes voll hier. Müsst das einen Daumen nach oben da, ihr Säcke. So, der Sibi war da. Und dann war nur noch ein anderer da, der Snakehead, den holen wir uns jetzt. Aber die Mission ist echt easy eigentlich. Komm mal, CJ, mach dir kurz einen Prozess. Und da ist er, Snakehead. Hello, my name is Snake. Sogar mit 2 Samurai-Schwertern. Ach, will der jetzt nicht, dass wir mit Samurai-Schwert gegen den kämpfen? Stimmt, Digga. Ich schwöre. Ich erinnere mich einfach sogar noch dran. Wie krank ist das denn? Oh mein Gott. Bah, hat einfach den Kopf abgeschnitten. Digga, hat den einfach den Kopf abgeschnitten. Alter, ist das ekelhaft. Ey, boah, diese Samurai-Schwerter sind so scharf, ne? Wie krank ist das denn bitte, Alter? Und diese Samurai-Schwerter, hör mir auf. Hör mir auf, das ist der Wahnsinn. Wo sind denn die Flüchtlinge? Ey. Wo sind die denn? Was soll ich machen mit denen? Warte mal, ich glaube, ich muss hier hoch, Alter. Safe. Und dann nach vorne wieder runter. Die warten da irgendwo. Ich höre irgendein Boot die ganze Zeit. So, safe sind die jetzt hier unter mir. Hä? Ach, da sind die alle. Jawoll, Junge. Jawoll, Junge, Alter. Let's go, ey. Thank you for everything. Thank you for everything. Yeah. Wir haben wieder neue Drachenmissionen. Und da fahren wir jetzt hin. Nehmen die alle auseinander. Yeah. Wie die Lehrerin. Let's go, Freunde. Bis gleich. Ey. Ach, da war die ganze Zeit jemand mit mir im Auto. Korrekt. Der hat bestimmt eine geile Fahrt gehabt. So, wir speichern jetzt erstmal. Wir machen auf jeden Fall noch so 1-2 Missionen, Alter. Heute ist ja zum Glück ein bisschen einfacher, Alter. Endlich. Yeah, Jacob Carl, Boom Boom. You're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Der hat ja einfach Ryder umgebracht, Alter. Fucking Ryder, man. That was my homie. Yeah. And I killed. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? For real? Shit. 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 You right then, man. But... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Okay. Die Fabrik zerstören. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Hol das mit der Bombe bestückte Auto von der Bombenwerkstatt. Okay, ja easy, machen wir. Und was soll ich noch sagen, Leute? Lasst uns auf jeden Fall für Folge 20, wir holen uns einen Tanktop und machen CJ volle Muskeln, oder? Darauf habe ich auch mal wieder Bock, das können wir gerne mal machen. Gehen wir wieder schön ordentlich trainieren bei Folge 20. Geben dem schön nochmal ein bisschen ein geiles Tanktop. Und dann geht's ab, Digga. CJ muss wieder unbedingt trainieren, ey. Safe, safe, safe. So, wir holen das mit Bomben, mit Auto, das mit Bomben bestückte Auto, wie die gerade gesagt haben. Ja, heute auch mal endlich ein bisschen chilligere Folge. Es kann nicht jede Folge alles krumm und schief laufen, Alter. Wo ich jetzt da reinfliegen werde. Woohoo! Boah, wie der runtergefallen ist, ey. Geil. Okay. Hey, man, is it ready? She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. Boah. Okay, jetzt müssen wir mit... I've wired in a delay timer to give you time to get out. Wenn du Zeit hast, abzuhören. Cool, good luck. Wie sein Mund sich bewegt. Good luck. Einfach Auto mit Sprengstoff. Parke das Auto im Crack-Labor. Wo ist denn das Crack-Labor? Okay, das ist gar nicht mal so weit. Komm, solche Fahrten können wir wieder ein bisschen drin lassen. Da kann ich auch mal dazwischen ein bisschen quatschen, Leute. Ja, ich wünsche euch allen erstmal ein schönes Wochenende. Denkt dran, ich bin ja nicht so gut wie jeden Tag, aber ich versuche immer so 4 bis 5 Mal die Woche auf Twitch online zu sein. Letzte Zeit bin ich sehr, sehr oft online, weswegen ich auch mein Privatleben, muss ich so sagen, sehr vernachlässigt habe. Ich habe privat noch so viel zu erledigen eigentlich. Aber ich lasse das alles zur Zeit stehen und liegen, weil ich so am Durchziehen bin mit Let's Plays und so. Das ist leider nicht so gut, bin ich ehrlich zu euch. Weil
Ich muss Ärzte-Rechnungen zahlen. Ich muss so viele Sachen erledigen. Ich muss Termine machen bei Ämtern und all sowas. Also steht momentan sehr viel an. Das werde ich auf jeden Fall mal demnächst erledigen. Dafür werde ich dann vielleicht mal ein, zwei Streams ausfallen lassen, mir dafür die Zeit nehmen. Und dann passt das Ganze auch. So. So. Ja, habe ich doch gemacht. It's a hit! It's a hit! Das ist ein Überfall! Get out there and kill the fool! Oh mein Gott, wisst ihr noch bei Vice City diese eine Mission, Alter? Wo ich so am Arsch war. So einfach reinfahren. Ich meine, es ist Cracklabor platt. Ach, Digga, was eine einfache Mission, ne? Sag ich so, wie es ist. Einfacher geht's nicht, Digga. Wie auf dem Präsentierteller. Ich muss einfach nur Slalom fahren. Zack, benutzt. Was? Benutzt die Rampe, um das Cracklabor zu langen. Ja, wow. Zack. Pack das Auto in der Nähe der Chemikalienbehälter. Ja, easy. Zack. Ja, wo sind denn diese Chemikalienbehälter? Einfach Slalom. This ain't no parking lot. Hola, Chica. Was geht denn hier ab? Uiuiui. Ach, scheiße. Verlass das Lagerhaus, bevor der Zeitzünder abgelaufen ist. Ach, du Schau. Okay. Ich nehme alles zurück. Bombe, 40 Sekunden. Und ich habe nur die Waffe da. Schießt die alle ab, CJ? Ey, wer schießt da? Ah, 30 Sekunden noch. 30 Sekunden, komm. Alter, geht's hier vorne raus? Hier geht's nicht raus. Fuck. Lauf, CJ. Oh, oh. Ey, 20 Sekunden, ich muss hier raus. Ach, ja, ging ja easy. Boah, diese Explosionseffekte, wenn du das mit heute vergleichst. Wahnsinn. Flüchtet durch das Haupttor. Digga, da haben die sogar... Oh, oh. Ei, ei. Stark, CJ. Die sind einfach eingefroren, diese Gegner. Flüchtet durch das Haupttor, ja, Bruder. Ich benutze die Rampe hier einfach. Ich laufe jetzt. Wuhu! Zack, laufen, springen. Oh, oh. Sie haben das Tor geschlossen. Nein! Fahr mit dem Auto an der Rampe. Oh mein Gott, ich muss wirklich über die Mauer da fahren. Ach, easy, Digga. Ey, heute geiles Let's Play, Digga, ehrlich. Heute ist schön entspannt. Lass mich doch auch einmal entspannen, Digga. Nimmt einfach seine Hände hoch, ne? Woohoo, CJ! Let's go, Junge. Über die Mauer geflogen, Alter. Fahre zurück zur Werkstatt. Ich schwör auf alles. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Was wollt ihr von mir, Leute, hä? Was wollt ihr von mir? Perfekt. Easy going, Alter. Endlich auch mal wieder ein bisschen easy entspannt die Mission. Yeah. Oh, die nächste Mission ist abgeschlossen. 25.000 gibt's auf die Bank. Ich reich dir die Hand. Und du kriegst meinen Schwanz. Was? Was, Bruder? Okay. Mal gucken. Jetzt kommt wieder ein Anruf. Guck jetzt. Es war so klar, ne? Es war so klar. Mal gucken, wer anruft. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic. Cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Alter, Fragezeichen, Bruder. Einfach in Timbuktu, Alter. Warte mal, wo ist das? Oha, es geht rüber in die andere Stadt. Es geht rüber in die andere Stadt, Freunde. Das wird nice, Alter. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Ich nehme einfach das Polizeiauto. Guck mal, was geht hier ab? Sag mir mal bitte einer, was... Oh mein Gott, der hat mich nicht verhaftet. Ich fasse, der hat mich einfach nicht verhaftet. Was ein Ehrenmann. Er hat mich einfach nicht verhaftet. Wie geil ist das denn? Einfach nicht verhaftet, Leute. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Junge, wie düster das hier alles aussieht, ne? Liegt das daran, dass wir jetzt diesen Nebel aktiviert haben seit der letzten Folge oder woran liegt das? Oioioi! So. Erstmal speichern, ganz wichtig, damit wir volles Leben haben und die Polizei weg ist. Und jetzt nochmal ein Anruf. Ruft Netze hier nochmal an. Hello? Yo, it's Jethro, man. Jethro! Listen, me and Caesar have used our contact to like get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Now, there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Legit. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holler at you. Holler at me, babe. Ach, geil. CV, okay. Wir haben mehrere Missionen am Start. Wo ist CV? Ich kenne diese Ranch noch, ne? Ich schwöre es dir. Ich kenne diese Ranch noch. Bitte schreib mal rein, ob das auch wirklich Hauptmissionen sind, ne? Wo ist denn diese Scheiße, diese CV? CV? Ey, wollt ihr mich verarschen, Digga? Ich bin gerade aus der Stadt weggefahren, jetzt kommt da CV, Alter. Egal, wir machen diese komische Ranch-Mission jetzt hier. Ich hoffe,
Das sind auch Hauptmissionen. Aber ich erinnere mich an die von damals, deswegen müssen das Hauptmissionen sein. Monster. Oh, Monster Truck oder was war das nochmal? Carl, darling, welcome. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Putin? No, anger and hate. And that's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. What do you say we take it for a spin? Oh, monster truck. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Als 6:30 wollt ihr mich verarschen? Ich soll jetzt 6 Minuten hier fahren? Schreibt mal bitte rein, ob das Hauptmissionen sind, Freunde. Wenn das keine Hauptmissionen sind, krieg ich die Krise. Ey, 6 Minuten 30, 35 Stück. Wollt ihr das sehen? Okay, komm, ich zeig's euch. Bisschen mal was anderes. Bisschen mal was anderes, oder, Leute? Was soll ich sagen? 6 Minuten 30. Ich kann das jetzt auch überspringen, wie ihr wollt. Müsst ihr mir mal sagen. Heute lasse ich drin, aber schreibt mal jetzt rein, ob wir sowas demnächst überspringen sollen. Natürlich, wenn was passiert, zeige ich euch das, aber... wenn nichts passiert, dann nicht, oder? Ach, keine Ahnung, Digga. Soll ich euch das zeigen? Es ist todeslangweilig, sage ich so, wie es ist, Digga. Einfach jetzt mit einem Monster-Truck hier 6 Minuten rumfahren. Ich würde sagen, ich überspringe das, Leute. Wenn was passiert, sehen wir uns gleich wieder. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich hier mit einem Monster-Truck hier rumfahre und sowas. Ist ja easy. Wenn was passiert, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Ach, wisst ihr was, Freunde? Komm, ich zeige euch einfach ein bisschen und wir quatschen einfach ganz entspannt hier über ein paar Themen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, so wie damals bei den WWE-Videos. Genau, viele haben mich gefragt, wann kommt die Call of Duty-Kampagne? Ja, die werde ich auch versuchen demnächst zu bringen, aber ja, momentan sehr viel Stress. Also es wird jetzt auch das neue Warzone kommen. Das werde ich auch auf Twitch streamen, denke ich. Vielleicht werden davon ein paar Videos kommen. Aber mit der Kampagne müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, Freunde, bin ich ehrlich zu euch. Weil ich werde ja jetzt auch, für diejenigen, die es nicht wissen, ich werde am 13. Dezember, also heute in 10 Tagen, werde ich operiert an meiner Hand. Und dann werde ich erstmal ein paar Tage nicht groß zocken können. Ich muss halt gucken, wie ich das mache mit San Andreas, dass ich da vielleicht ein paar Folgen vorproduziere, wenn es bis dahin überhaupt noch San Andreas gibt. Vielleicht sind wir auch bis dahin schon durch. Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich muss auf jeden Fall ein paar Tage Pause machen mit dem Zocken. Vielleicht kommt auch ein paar Tage mal nichts auf dem Kanal. Da muss ich mich dann entschuldigen auf jeden Fall. Aber ja, ihr wisst, Freunde, Operation, Gesundheit geht vor. Und deswegen muss ich gucken, ob ich da regelmäßig dann hier Content bringen kann. Genau, WWE haben einige gefragt. Das neue WWE kommt ja leider erst nächstes Jahr März raus. Und das werde ich dann auch bringen. Aber bis dahin müssen wir uns leider noch gedulden. Sag ich eher so, wie es ist. Weil sonst... ja, können wir halt nichts machen. Wir können nichts machen, Leute. Und wenn coole Spiele kommen, bringe ich die auf jeden Fall auch. Also, momentan bin ich wieder sehr zufrieden, dass wir den Kanal zum Leben erwacht haben. So, ich hatte ja längere Zeit nichts gebracht. Und stimmt. Resident Evil VR-Brille, da kam ja eine Folge. Das muss auch weitergehen, definitiv. Definitiv, Leute. Da stimme ich euch voll und ganz zu. Wir können mal gucken, dass wir das Ganze auch unter der Woche machen. Vielleicht mal an einem Mittwoch oder sowas. Und dafür mal einen FIFA-Stream ausfallen lassen oder so. Wäre mir persönlich lieber, als statt am Wochenende. Und dann würde ich das Ganze vielleicht für kommende Woche ankündigen, dass wir nochmal Resident Evil weiterzocken mit der VR-Brille und dann daraus auch wieder ein Highlight-Video machen für den Kanal. Ja, sonst ist erstmal nichts Großartiges geplant. Ihr könnt ja auch mal gerne reinschreiben, ob ihr irgendwelche Spielewünsche habt, was ihr sehen wollt, weil momentan der Gaming-Markt ist halt leider echt ein bisschen tot. Es ist auch nicht mehr so wie damals, ne, wo Uncharted und so rauskam, Digga, die Let's Plays sind durch die Decke gegangen. So heutzutage alles so Battle-Royale-Spiele, viel hat sich auf Streams entwickelt, weil zum Beispiel, wenn jetzt ein neues Spiel kommt, irgendeiner auf Twitch zockt das innerhalb von 12 Stunden durch, alle gucken sich da an und diese Let's Plays leiden darunter halt ein bisschen, weil die Leute dann schon vorher sehen, ah geil, er hat das schon hochgeladen und so ist halt das Geile bei mir, weil ich habe meine Community, die meine Let's Plays gucken, wegen mir als Person und deswegen feiere ich das auch unnormal, also zum Beispiel San Andreas und so. Natürlich sind ein paar Klickzahlen zurückgegangen und so habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt, aber Freunde, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Klicks kommen, Klicks gehen. Und Hauptsache mir geht es gut, meiner Familie geht es gut. Ich verdiene gutes Geld immer noch, keine Frage. Und deswegen weiter am Ball bleiben und durchziehen. Das ist das Wichtigste, Leute. So, wir sind angekommen.
CJ. Oha, wir waren sogar der Beste. Im Vergleich abschneidet. Ja, perfekt. Okay. Boss was right about you. The boss will be in touch. The boss will be in touch. Easy. Haben wir perfekt abgeschlossen. Oh, yeah. $5,000. $5,000. Yeah. Ich hoffe, das ist eine Hauptmission. Schreibt das mal bitte jetzt in die Kommentare rein, ob diese Fragezeichen-Missionen Hauptmissionen sind, weil sonst mache ich die nicht, Digga. Ich tue mir das nicht an, diese Jacka-Boom, Jacka-Schwanz. Wir machen das nächste Mal auf jeden Fall bei CV weiter. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverdos geht jetzt erstmal ans Telefon dran. Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Okay, und was er uns sagen wird, werden wir in der nächsten Folge sehen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, Freunde. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Zum Glück heute mal ein bisschen ruhiger. Wir hatten ein, zwei Mal Pech gehabt, ne, am Anfang und so. Oder verrückte Situationen, Bugs und so. Das war auch schon lustig. Aber das war's auf jeden Fall für die nächste San Andreas Folge. Euer Rille Peter ist raus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.